Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute erklären wir dir kurz und knapp, aber natürlich detailliert, wie man eine richtige Zidane-Roulette ausführt. Eine klassische Finte in einem Spiel, enorm effektiv. Wir gehen direkt rein ins Video. Und zwar, das Allerwichtigste, was wir bei jeder Finte sagen, ist, dass du Tempo hast. Tempo ist ganz, ganz entscheidend, bevor du die Finte ausführst. Warum? Wenn du kein Tempo hast, kann die Finte noch so gut sein, der Gegner würde den Ball abnehmen. Du brauchst Tempo vor der Finte. Das heißt, Schritt 1, das ist jetzt beispielsweise mein Gegenspieler, Schritt 1 ist, bau Tempo auf. Ganz, ganz entscheidend. Ich erkläre es jetzt zuerst so, dass ich die Finte so mache, dass ich dann rechts vom Gegenspieler vorbeigehe. Schritt 1, wie gesagt, Tempo aufbauen. Wenn du Tempo aufgebaut hast, dann ist es wichtig, dass du ungefähr darauf achtest, ja, 1,5 Meter bis 2 Meter Abstand zum Gegenspieler zu haben. Nicht näher dran, weil dann kann der Gegenspieler viel schneller ein Bein dazwischen nehmen und den Ball erobern. Das heißt ungefähr 1,5 Meter bis 2 Meter Abstand. Und dann ist der zweite Schritt, dass du mit dem Fuß, in dessen Richtung du auch gehen möchtest, den Ball zuerst mit der Sohle zurückziehst. Sprich, wenn du rechts vom Gegenspieler vorbeigehen möchtest, dann ziehst du den Ball mit deiner rechten Sohle einmal schräg zur Seite, schräg nach rechts hinten. Ja, das heißt, zack, einmal schräg nach rechts hinten und dann im dritten Schritt mit deiner linken Sohle zur Seite. Okay? Nochmal. Schritt Nummer 1 ist, bau Tempo auf. Ungefähr 1,5 Meter bis 2 Meter zum Gegenspieler Abstand machst du dann den zweiten Schritt. Du berührst den Ball mit deiner rechten Sohle und ziehst ihn nach schräg hinten, drehst dich im gleichen Moment. Ist jetzt schwierig, weil ich in der Bewegung bin. Drehst dich im gleichen Moment und ziehst dann im dritten Schritt mit deiner linken Sohle den Ball in die Richtung. Okay, ich erkläre es dir nochmal. Erster Schritt, bau Tempo auf. Zweiter Schritt, zieh mit der rechten Sohle den Ball nach hinten. Im dritten Schritt ziehst du den Ball mit deiner linken Sohle in die Richtung. Okay, du musst darauf achten, dass Schritt 2 und 3 relativ kurz hintereinander kommen. Das ist normal. Und im gleichen Zug bei Schritt 2 und 3 drehst du deinen Oberkörper um quasi, ja, 360 Grad, einmal rum sozusagen, indem du gerade den zweiten und dritten Schritt machst. Okay? Wenn du dann den zweiten und dritten Schritt gemacht hast, zack, zack, dann gehst du im dritten Schritt, im besten Fall wieder mit deinem Fuß, mit dem du den Ball dann auch dribbelst, das heißt rechter Fuß weiter und machst dann zum Beispiel einen Abschluss oder einen zielgenauen Pass. Okay? Ich zeige dir jetzt nochmal, wie es in einem konkreten Ablauf aussehen kann. Wenn du nach der Finte nicht direkt einen Abschluss hast, ist es wichtig, im fünften Schritt nach der Finte wieder viel Tempo aufzubauen, damit der Gegenspieler auch nicht hinterherkommt. Jetzt zeigen wir das Ganze nochmal für die andere Seite. Wenn du jetzt nach links möchtest vom Gegenspieler, ist es im Endeffekt genau das Gleiche, genau die gleiche Bewegung, nur dass du den Ball zuerst entsprechend mit deiner linken Sohle berührst, nach hinten ziehst, dich mit dem Oberkörper drehst und dann mit der rechten Sohle wieder in die Richtung gehst und dann abschließt. Ich zeige es dir auch nochmal in Realgeschwindigkeit. Wenn dir diese Erklärung zur Zidane-Roulette geholfen hat, hinterlass jetzt unbedingt ein Like und einen Kommentar. Vergiss nicht, uns auch auf Instagram zu abonnieren. Der Link zu unserem Channel ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten vergiss nicht, jeden Montag, jeden Freitag hier auf YouTube ein neues Video, um dich als Fußballer, als Fußballerin zu verbessern. Ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.